Dark Souls 3 ist echt, Forza 6 ist viel größer als gedacht und die Steam-Rückgabe schadet kleinen Indie-Entwicklern. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und jetzt kommen die News. Ja, Dark Souls 3 ist tatsächlich echt. From Software arbeitet an einer Fortsetzung. Rausbekommen haben das jetzt die Kollegen vom YouTube-Spiele-News-Magazin The Know. Die haben nämlich jede Menge Informationen und auch Bilder aus Dark Souls 3 bekommen, die offenbar da irgendwie geleakt sind. Dark Souls 3 soll erstmal für PS4 und Xbox One entwickelt werden. Eine PC-Version ist noch nicht sicher eingeplant. Das richtet sich also nach dem Verkaufserfolg der Konsolenfassung. Kann also noch kommen. Muss aber nicht. Dark Souls 3 ist erstmal für bis zu 4 Spieler ausgelegt. Man kann also bis zu 3 Freunde in seine Spielwelt beschwören. Und diese Beschwörungsmechanik haben sie für den dritten Teil umgekrempelt. Da gibt es nämlich jetzt das neue Opferungsritual. Da nimmt man irgendeine Leiche, also von einem Monster oder von einem Spieler, zündet die an und kann an dieser Stelle in die Spielwelt eines anderen Spielers einsteigen, bekommt aber gleichzeitig auch noch ein Kopfgeld aufgebrummt. Außerdem entsteht an diesem neuen kleinen Feuerchen ein Leuchtfeuer. Das heißt, man kann seine Checkpoints jetzt mit sich mitnehmen. Dieses Verbrennen wird aber dann nicht so leicht von der Hand gehen. Bei den Gegnern soll es 45 neue Gegnertypen geben, da einige Gegnertypen aus Dark Souls 1 und 2 wieder zurückkehren werden. Und auch bei den Bossgegnern gibt es Nachschub. 15 neue Bosse soll es in Dark Souls 3 geben. Und da gibt es eine Neuerung, nämlich den sogenannten Heat-Up-Factor. Was genau das ist, weiß man noch nicht, aber es soll in Bosskämpfen unter bestimmten Bedingungen Bosse dazu bringen, dass sie sich verwandeln. Auch bei der Ausrüstung gibt es Nachschub, 40 neue Rüstungssets soll man finden können und 100 neue Waffen und damit soll man dann 12 neue Gebiete erforschen können. Außerdem erlernt der Spieler was Neues, nämlich sogenannte Schwertkampfkünste und das sind dann wohl besonders mächtige Special Moves. Offiziell wird das Ganze alles erst auf der E3 vorgestellt, vermutlich dann auf der Sony-Pressekonferenz. That's about it, that's all we got. Und noch ein Leak kurz vor der E3, diesmal aber zu Forza 6. Da war nämlich irrtümlicherweise ganz kurz die offizielle japanische Website online und da gab es jede Menge Infos. Nämlich, dass Forza 6 450 Autos haben wird, die man an 24 unterschiedlichen Orten fahren kann. Außerdem gibt es auch einige technische Infos, nämlich, dass das Spiel mit einer 1080p Auflösung läuft und 50 FPS, vermutlich aber nur ein Tippfehler. Normalerweise gibt man ja nur mit den 60 FPS an. Auch sonst ist das Ding technisch vorne mit dabei, hat nämlich erstmals in der Serie 3D-Pfützen, vermutlich für besonders realistischen Regen. Außerdem Online-Rennen für bis zu 24 Spieler und 2 Spieler Splitscreen. Auch das wird es offiziell vermutlich erst auf der Microsoft-Pressekonferenz zur E3 geben. Die Steam-Rückerstattung ist an sich für Spieler eine tolle Sache. Kleine Indie-Entwickler scheinen aber schwer darunter zu leiden. Wie jetzt der Indie-Entwickler Quibu nämlich auf Twitter erklärt, sind die Verkäufe von ihrem aktuellen Spiel Beyond Gravity mit Einführung der Steam-Rückerstattung vollkommen eingebrochen und sind jetzt total im Keller. Ähnlich geht es auch den Entwicklern von Puppy Games, die unter anderem Ultratron gemacht haben. Auch da sind die Verkäufe mit Einführung der Rückgabe total im Keller. Wie es die beiden Entwickler nämlich darstellen sollen, viele Spieler diese Rückgabefunktion missbrauchen. Es gibt ja das Kriterium, dass man ein Spiel zurückgeben kann, wenn man das weniger als 2 Stunden gespielt hat. Viele Spieler nutzen das aber als Demo-Funktion und so war das eigentlich von den Entwicklern nicht vorgesehen. Gerade bei sehr kurzen Spielen sind die vermutlich in unter 2 Stunden schon durchgespielt und deswegen sagen die, brechen ihre Verkäufe so ein. Inwieweit da auslaufende Sonderangebote oder Gerüchte über einen nahenden Steam-Sale mit Einfluss auf die Zahlen haben, haben beide Entwickler nicht kommentiert. Dann sollten wir auch nicht weiter darüber kommentieren. Das war's für diese Ausgabe der News. Wir sehen uns dann morgen zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, weiterspielen.